So, wir sind in der Zensur League im zweiten 16. E-Girl vs. E-Boy. Nein, Ninja, weg mit dir, du sagst jetzt nicht E. Damit ihr euch nicht wundert, das Video vom Viper wird nach der Bewertung zensiert und das wird hier genauso von Anfang an auch zensiert. Bei Einblendungen zum Beispiel, auf ihrem Wunsch hin. Gut, dann hätten wir das geklärt, fangen wir an. Video. Auch wenn Vipers Video im Endeffekt zensiert wird, finde ich es besser als das von Belia. Nein, das sollte kein Front sein, ich meinte das jetzt anders. Es wurde draußen gedreht und es ist aufwendiger geschnitten. Das müsst ihr mir an der Stelle einfach mal glauben. Belial hat in seinem Zimmer gedreht und da es nur eine Location ist, kriegt es weniger Punkte. Logisch. Auch wenn ich es mag, dass es so farbenfroh aussieht, ist es halt im Endeffekt einfach mal überlegen. Beide haben sich dazu auch ein schönes Battle der Outfits geliefert, was ich super finde. Spaß beiseite, die Kategorie geht mit 2:1 an Viper. Skill. Auch wenn Viper so ein bisschen mehr Routine kriegen muss, mag ich den Flow gepaart mit dem Stimmeinsatz. Irgendwie haben es weibliche Musikerinnen immer leichter mit dem Stimmeinsatz, habe ich das Gefühl. Recht gut gerebbelt und die Hook klingt auch gut. Wenn auch nicht so gut wie die erste Hook von Belial, aber dazu kommen wir gleich. Ein Vorschlag, den ich hätte, wäre vielleicht ein bisschen mehr auf die Reime zu achten, weil das klingt im Flow meist besser, als man glaubt. Und ich hab Belial. Ich hab Belial. Nach dem Battle bist du für die meisten egal. Also genieß dieses Feeling, kurz Aufmerksamkeit zu kriegen. Nach dem Battle wirst du endgültig zum Pflegefall. So, kommen wir zu Belial und das ist skilltechnisch sehr super. Eine super nice erste Hook und generell bessere Musikalität in der Runde. Flow-Passagen gehen auch gut ab, am meisten im zweiten Part. Das einzige, was mich hier stört, ist der Stimmeinsatz beim Rappen. Auf dem ersten Beat klingt das noch ganz okay, aber im zweiten Teil klingt das echt gedrückt und nicht unbedingt schön. Und schaust du in den Spiegel, musst du selber echt kotzen, weil sich die Teile nach jedem verlorenen Battle verdoppeln. Und nach unserem Battle fragen sie, was ist aus dir geworden, weil du siehst so aus wie Yui von dem Wasserstamm im Norden. Und ein Glück für Belial, dass die Features nicht im Skill mitbewertet werden, weil sonst hätte das Xenon-Feature echt böse enden können. Aber so ist es ein 4:3 an Belial beim Skill. Das könnte jetzt lustig werden. Punchlines und Delivery. Bei der Delivery gibt es ein Unentschieden. Bei Belial bleibt alles insgesamt mehr hängen, da es ein fucking Ohrwurm ist, und bei Viper ist es diese abgehobene Art und die Betonungen, die bei der Delivery sehr gut kommen. Ich fange bei dem Text von Belial an, weil... Heilige Scheiße, warum 5 Minuten? Alleine die Hook am Anfang puncht nicht so krass, aber es ist ein sehr kreativer Ansatz, Viper als die Tochter der Gartners zu bezeichnen. Ist zwar an den Haaren herbeigezogen, aber da er es nur in der Hook sagt und offensichtlich nicht ernst gemeint ist, ist das in Ordnung. Der Anfang des ersten Parts puncht insgesamt auch echt gut. Ab dem Thema mit den Kindern war es aber ein bisschen nichtsaussagend. Generell leiden die Punches an der Pointierung und der ganze erste Teil puncht nur ein wenig. Aber ein bisschen zu wenig. Mal gucken, wie es im zweiten Teil aussieht. Die Haarlines sind recht gut, wo es mit dem Vorauskonter anfängt, der nicht so knallt, aber die Line mit den grauen Strähnen fand ich recht unterhaltsam. Du hast vom Battle gar keinen Plan, du willst mich übelst heftig punchen, doch verlierst dich in meinen Haaren. Du bist gezeichnet als Verlierer und das muss man noch erwähnen, musst du einmal ernsthaft battlen, kriegst du bitch schon graue Strähnen. Und dann kommt der Part von Xenon und... Oh boy, der ist nicht so gut. Diese Anfangslines mit dem Koch mir was, bla bla bla. Nein, Digga, das ist einfach nur ausgelutscht. Und dann kommt die Pizza-Line. Und ich verstehe den Ansatz und die Doppeldeutigkeit, doch dieser Kontext mit dem Pizzen ist da einfach nur fehl am Platz. Ich meine, stellt euch mal vor, man geht so zu einer Pizzeria und bestellt eine scharfe Pizza mit Pepperoni, kriegt aber eine Pizza Fungi mit Pilzen. Also ich würde dann diese Pizza einfach ins Gesicht des Kochs zurückschmeißen. Was zum Fick? Warum sollte man das so bekommen? Ich verstehe es halt einfach nicht. Xenon, meine Damen und Herren, ein Visionär. Er kümmert sich nicht um solche unwichtigen Sachen wie den Krieg oder den Klimawandel. Nein, er hat die wahren Probleme verankert und ist sofort zur Stelle, wenn jemand eine falsche Pizza bekommt. So, Spaß beiseite. Der ganze Part zieht das Gesamtbild bei Punchlines echt runter und
Das ist recht schade. Alleine der erste Teil hätte nicht so viele Punkte eingebracht, aber mehr als wie es jetzt ist. So, was hat Viper denn gemacht? Der erste Part ist eher okay. Da gibt es auch nur ein Highlight, was ich gefunden habe, beziehungsweise was ich jetzt erwähnenswert fand. Nämlich, du siehst aus, als hätte Tangela auf einer Party eine Psychose. Ansonsten sind alle Lines eher solide und trotzdem ein Treffer. Was hier wieder drunter leidet, ist die Pointierung leider. Da müsste man echt mal üben. Was richtig geschallert hat in der Runde, war der zweite Part. Da ging es richtig los. Da gab es einige Highlights, die schon ja, sehr mies waren. Zum Beispiel, du wannabe Justin Bieber für Leute mit Depressionen, selbst ein Video im Zimmer schaffst du nicht allein, ohne Typho könntest du nicht einmal die Cam anschalten, sehen dich Nazis hast du als erster nichts mehr zu lachen. Der Rest waren auch gute Lines und der Part hat Billy kurz gesagt so ziemlich die Ehre entwendet. Eigentlich puncht die gesamte Runde und trifft auch übelst im Gesamtbild. Ich glaube, da ist es die dritte Runde in der gesamten Trainings League mit 4 Punchline-Punkten. Klar könnte man jetzt sagen, bisschen unverdient, weil die Pointierung nicht krass ist, aber im 16. sind wir generell noch ein bisschen spendabler. Deswegen gebe ich ein 4:1 an Viper. Kreativität. Hier sehe ich Belial knapp vorne. Viper hätte zwar den viel besseren Text, aber Belials Soundbild und die Ansätze sind etwas spektakulärer in meinen Augen. Und auch wenn der Xenon-Pate recht untergezogen hat, geht der Punkt für Kreativität an Belial. Gesamtprodukt. Und als letztes gebe ich diese Kategorie mit einem 2:1 an Viper. Besserer Text, besseres Video und generell eine gute Attitüde. Billy hat echt ein gutes Soundbild hingelegt, aber hat insgesamt in jeder anderen Kategorie schlechter abgeschnitten. Dazu hat Xenon echt runtergezogen. Sorry, dass ich so auf den Brunnen rumhacken muss. Damit ist die Siegerin des Battles Viper mit einem Gesamtergebnis von 11:8. Herzlichen Glückwunsch. Belial ist zwar leider raus, aber am Ende des 16. Tilts wird ein Lucky Loser bestimmt mit einem Voting auf Discord. Und meiner Meinung nach ist Belial bisher der beste Kandidat für einen Lucky Loser Platz. Die Abstimmung wird auf Discord stattfinden, also die, die ihn gerne weiterhaben möchten, können in den Discord joinen, ist in der Beschreibung, und dann für ihn abstimmen, wenn es soweit ist. Ansonsten bis zur nächsten Bewertung und ciao. Egal, also genieß dieses Feeling, kurz Aufmerksamkeit zu kriegen. Nach dem Battle wirst du endgültig